Ja, herzlich willkommen hier zum 20. April 420. Dieser Tag hat eine lange Tradition und sie sind im ganz kleinen Rahmen entstanden, vor Jahrzehnten in einem Park in Kalifornien. Haben sich ein paar Studenten zusammengetan und haben gesagt, um 4.20 Uhr, 420, treffen wir uns, um zu kiffen. Und das wurde zu einem Codewort. Und es waren Musiker, die dieses Codewort richtig publik gemacht haben. Damals die Band The Grateful Dead. Jawohl! Und auch heute sind das Musiker, die die Legalisierungsbewegungen seit vielen Jahren regelmäßig unterstützen. Denn Musiker verstehen etwas von Kultur. Und darum wissen die auch, dass der Gebrauch von Substanzen wie Haschisch oder Gras etwas mit Kultur zu tun hat. Das große Problem an der Drogenpolitik ist, dass diejenigen, die diese Politik machen und die Vorgaben machen für andere Leute, selbst in dieser Kultur überhaupt nicht zu Hause sind. Für die ist diese Kultur völlig fremd. Und darum sind auch die Entscheidungen, die sie treffen, nicht an die Realität angepasst. Die Politik sagt jetzt, wir wollen etwas ändern. Eine Änderung der Orientierung. Aber damit tut sie sich schwer. Und zwar, es gibt auch andere solche Feiertage. Ich war gerade in Basel, weil vor 80 Jahren hat Albert Hofmann am 16. April gemerkt, dass LSD wirksam ist. Und am 19. April hat er den ersten vorsätzlich genommenen LSD-Trip auf der Welt genommen. Und dieser Tag wird in Basel regelmäßig mit einem Kongress und einer großen Party und mit Workshops und Ähnlichem gefeiert. Jawohl. Bravo. Und am Anfang gab es ein Ritual, ein schamanisches Ritual. Und da mussten die Leute in alle vier Himmelsrichtungen und es wurde getanzt, es wurde schallend gelacht und alle sagten nur so, jetzt machen wir ein Baerbock-Ritual. Man dreht sich um 360 Grad, hat sie gesagt, um jemand zu sagen, er soll die Richtung ändern. Aber in der Politik scheint eine 360-Grad-Wende üblich zu sein. Und man hat es gesehen mit der Legalisierung. Versprochen vor der Wahl. Und was ist jetzt? Bis jetzt ist noch nichts Reelles für die Leute angekommen. Genau. Beim Verbieten sind Regierungen immer schneller als beim Erlauben. Genau. Das ist ganz erstaunlich. Aber der Grundsatz unserer Gesellschaft ist Artikel 4. Der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789. Jeder Mensch hat das Recht, sein Leben so zu genießen, wie er will, solange er den Genuss der anderen nicht beeinträchtigt. Werdet laut! Und diese politische Forderung, die ist heute genauso aktuell wie vor über 200 Jahren. Und für dieses Recht treten wir ein und für dieses Recht kämpfen wir. Weil es darf nicht sein, dass die Menschen einfach bevormundet werden, wie sie ihr Leben gestalten. Bestraft sogar! Fucking bestraft! Deshalb ist meine Forderung in der Drogenpolitik,
viel weitergehend als die der Bundesregierung mit ihrer Mini-Entkriminalisierung. Jawohl! Die Psychonautik, also der Umgang mit psychotrop wirkenden Substanzen, egal ob im rituellen Rahmen, im spirituellen Rahmen oder im ludischen Rahmen, das heißt zum Genuss, zur Freude, zum Vergnügen, das ist eine Kultur, die gehört geschützt. Genau! Das Wissen der Schamanen, ein uraltes Wissen, das muss erhalten werden. Das Know-how, das die über die verschiedenen Pflanzen im Urwald haben und über verschiedene Kakteen und über verschiedene Pilze und die Rituale, wie man die so einnimmt, dass es optimal ist. Diese Rituale, diese Erkenntnisse gehören geschützt. Deshalb die Forderung, die Drogenpolitik weg von der Weltgesundheitsorganisation und ihren Unterorganisationen hin zu UNESCO, United Nations Office für Kultur, Wissenschaft und Bildung. Drogengebrauch, man muss etwas über die Substanzen wissen, damit man nicht zu viel oder zu wenig nimmt. Aber wie Liri schon sagte, es gibt auch Set and Setting. Die eigene Befindlichkeit spielt auch eine große Rolle. Die Erwartungshaltung, die man hat, das ist das Set. Und das Setting, das ist die Rahmenbedingung, in der man bestimmte Substanz konsumiert. Und diese Rituale, dieses Wissen gehört geschützt. Das Feiern und das Genießen, das ist etwas, was man selber tun muss. Die Substanzen können einem nur helfen. Feiern muss man immer selbst. Und wer genießen kann, wer des Genusses fähig ist, wer Genusskultur gelernt hat, der ist zufrieden nach dem Genuss. Genau. Wer Genusskultur nicht gelernt hat, der hat ein Verlangen nach mehr. Mediziner nennen das Craving. Also die Genusskultur, das Fähigsein, in einem schönen, angemessenen Rahmen die Substanzen zu genießen, das ist Prävention. Ein Verbot ist keine Prävention. Seit Jahrzehnten versucht die Politik, den Drogenkonsum einzudämmen. Und seit Jahrzehnten nimmt er zu. Als ich vor über einem halben Jahrhundert meine ersten psychotrop wirkende Substanzen ausprobiert habe, das war eine Zeit, da gab es viel weniger verschiedene Substanzen als heute. Also trotz Verbot hat sich diese Kultur entfaltet. Und wir müssen diese Entfaltung gestalten. Jawohl! In diesem Sinne ist die Aufforderung, macht Druck auf die Politik, damit sie die Richtung ändern kann und wieder näher und vor allem mit den Leuten Politik macht. Nicht Politik für Leute, sondern mit den Leuten, die betroffen sind. Und diese Aufforderung immer wiederholen, in E-Mails an die Abgeordneten, an die Leute, die man gewählt hat, an die Leute in der Regierung, in den Parteien, immer wieder darauf drängen,
und sich selbst bilden, damit man gut argumentieren kann. Und es wird hier noch einige Vorträge geben und da kriegt man etwas mit zu dieser Bildung. Und wer heute nicht alles verstanden hat, der kann am 6. Mai auf dem Global Marihuana March, egal ob in Berlin oder in anderen Städten, sich weiterbilden. Und am 12. August ist die Hanfparade. Auch da wird es gute Vorträge geben und da kann man sich weiterbilden. In diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag hier. Und zum Schluss noch eine Anmerkung. Noch sind die 25 Gramm nicht Gesetz. Das Gesetz ist immer noch das alte. Also rechtlich gesehen dürfen nur Patienten hier kiffen. Zumindest wenn im Joint THC-haltige Produkte sind. Ansonsten ist es immer noch der Besitz illegal und die Polizei hat sich gut positioniert in allen Himmelsrichtungen. Also haltet euch ans Gesetz und lasst euch nicht erwischen. In diesem Sinne einen schönen Tag. Danke, Hans. Mach noch mal richtig Lärm für Hans. Danke. So, und ihr habt es ja schon auf den Ankündigungen.